Aber zumindest gehen sie nur in eine Richtung. Und das ist zumindest... Ich tanze wirklich gern. Willkommen zurück zur Plattform Creator. Wir sind wieder zurück. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Ja, willkommen zurück zu Plattform Creator Plus A und was ist das denn? Der tanzt hier so ein bisschen rum. Ich glaube, der soll nicht so aussehen. Und das ist ein Soldat. Ich weiß nicht von welchem Videospiel das ist. Also den habe ich noch nie gesehen, falls ihr den irgendwie kennt. Ist aus irgendeinem SNES-Spiel. Auf jeden Fall sehr komische Mechaniken. Vermutlich soll er einfach nur klettern. Oder läuft er gerade um sein Leben? Hilfe, 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 keine Ahnung. Ich kann mit diesem nichts anfangen. Falls ihr den kennt, auf jeden Fall mal in den Kommentaren schreiben, wer das sein könnte. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Oh, ich wurde zum ersten Mal auf dem Titelbildschirm getroffen. Was ist das denn? Premiere. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Hey, warte, das Herz, Hilfe. Okay, wir spielen mit diesem Soldaten. Dieser Soldat macht einen sehr mutigen Eindruck und der wird uns auf jeden Fall nicht enttäuschen. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt mal ein passendes Level mir aussuche, das seiner gerecht wird. Oder auch nicht. Ach du Scheiße, nein. Hier sehen wir Tails. Lava Cave. Nein. Ich habe zu viele Lava Caves schon gespielt. In meinem Leben. The Reason Why. Other Short. Steht nicht, dass es ein Troll ist. Also gehe ich davon aus, dass man es einfach quick machen soll. Quick and dirty. Also diesen Effekt habe ich zum ersten Mal gesehen. Das ist wahrscheinlich auch ein neuer Effekt, den es hier gibt. Coole Sache. Okay. Why we kill Goombas? Wollte gerade sagen, ich kann nicht springen. Oh nein! Oh Mann. You cheated. Nö. Das ist das Level. Das lag am Level. Why we kill Goombas? Weil sie uns daran hindern, am Ziel zu kommen. Okay. Das war wirklich eine sehr, sehr tiefgreifend, sehr poetisch schon fast. Deswegen gibt es volle Punktzahl von mir. Definitiv. Ne? Also wir machen mit dem nächsten Level weiter. Ich frag mich nur, welches das sein wird. Sieht nach einem Standard-Level aus. Aber das Spiel, wie gesagt, es ist ein neues Update. Wir tasten uns wieder so langsam ran. Kapi 80, den habe ich auch noch schon lange nicht mehr gesehen. Kein Wunder, ich spiele auch kaum Plattform-Creator. Die kommentieren ja nur meine Plattform-Creator-Videos. Für die anderen Videos sind sie sicher zu schade. Ne?
Aber gut, du kannst ja auch nicht jeden dazu zwingen, deine Videos zu liken, dass sie die Videos kommentieren. Jeder liked das, was ihm gefällt. Jeder kommentiert das, was ihm kommentieren möchte. Nichtsdestotrotz möchte ich euch dazu einladen, auch andere meiner Videos anzuschauen. Falls ihr Lust darauf habt. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet es nicht bereuen. Aua. So, rein mit dir. Also das Level? Aua. Dieses Level macht einen ordentlichen Eindruck. Ich brauche dringend ein Herz. Okay, das geht nur... Ich glaube, die Kanonen sind auch neu, ne? Die habe ich zuvor auch noch nicht gesehen. Oder ich habe sie nicht wahrgenommen. Oder es ist einfach lange her. Es kann auch sein, dass es lange her ist. Das ist komplett vergessen, aber so lange ist es ja nicht her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich muss echt Gedächtnis wie ein Sieb haben. Na, vermutlich. Was? Nein! Ich hab's gerade nicht gesehen. Oh, das ist doch knapp. Aber zumindest gehen sie nur in eine Richtung. Und das ist zumindest... Ich habe gerade nichts gesagt. Ich möchte dazu nichts mehr sagen. Nein. Ich kann nicht springen. Ich kann gerade nicht springen. So. Ich kann nicht ducken. Ich kann mich nicht ducken. Das ist nicht gut. So, an den Goombird vorbei. Und das Ziel erreicht. Yes! It was just luck. Kann man sehen, wie man will. Ich habe dazu meine persönliche eigene Meinung. Was ist mit dem Level? Das Level will nicht zu Ende gehen. Guilherme, den kennen wir doch. Der kommentiert auch auf meine Videos. Greetings to you, hi. Weil er versteht natürlich kein Deutsch. Deswegen sage ich das. Wollen wir noch ein Level spielen? Wir spielen jetzt noch ein Level. Ich würde jetzt sagen, wir spielen jetzt noch ein Level. Lohnt sich bestimmt. Ach, mal ein Underground-Level. Wobei, das möchte ich mir aufheben. Im SMB3-Stil, das würde richtig gut aussehen. Nehmen wir das. In El Cielo, Nilen Universe. Ich verstehe nicht, was er da sagt, aber das wird alles seine Richtigkeit haben. Los geht's. Ganz klassisch, ganz klassisch. Wow. Gab es die die Pilzplattformen sind, glaube ich, auch neu, oder? I don't know. Ja, da war eine Mario Sprite, das... Hat sich wahrscheinlich die
den Ordner, den Character-Ordner von SMB2 Mario gekrallt. Ich konnte gerade nicht spucken, also nicht werfen. Ich drücke auf B und es passiert nichts. Ich konnte nicht drücken. Ich konnte gerade nicht drücken. Egal. Egal. Wir machen es dann halt eben nochmal. Dann achten wir halt etwas mehr darauf. So. So, und einmal hier. So geht's. Ey, ich bin gesprungen! Ich bin gesprungen! Oh Mann, Leute. Das ist doch nichts. So, weg mit dir und einen Schwung nehmen. Ich wollte auf den Koopa springen, aber er hat mich überlistet. Er wusste, dass ich... Er wusste, dass ich springen würde. So, besser, jetzt habe ich einen weiteren Slot. Fühlt sich schon viel angenehmer an. Okay. Kein Checkpoint? Keinen weiteren Checkpoint? Darüber hatte ich mich sehr gefreut. Das hätte ich sehr zu schätzen gewusst. So. Also. So. Da ist das Ziel. You finally made it, yes! Wow. Ja, diese Input-Lags, die nerven ein bisschen. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Weil es kann nicht sein, dass beim 2D-Spiel das, zumindest während der Aufnahme, ne? Also außerhalb der Aufnahme scheint es bestimmt so, funktioniert es besser. Aber während der Aufnahme, dass das so laggt, das darf nicht sein. Weil das mache ich schon bei drei aufwendigen 3D-Spielen, die ich spiele, passiert es nicht. Aber wie gesagt, das ist Kritik auf hohem Niveau. Das Spiel ist ansonsten ein tolles Spiel. Und falls euch das gefällt, auf jeden Fall herunterladen. In der Beschreibung gibt es einen Link zur Windows-Version. Von dort aus könnt ihr auch direkt die Android-Version runterladen. Kann man nicht verfehlen. Und ja. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen und das Spiel gefällt euch ganz gut. Falls ja, auf jeden Fall den Daumen nach oben hinterlassen, den Kanal abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn es geht auf jeden Fall dann weiter mit Plattform Creator Plus A, wenn ihr es denn sehen wollt. Ansonsten gibt es noch andere Projekte, die ich noch, wie eins, was ich wiederbeleben möchte, eins, was ich fortführen möchte und mal schauen, ob vielleicht das ein oder andere neue Projekt hier an den Start geht. Deswegen ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren, damit ihr auch Bescheid wisst. Danke fürs Zuschauen, weiß ich sehr zu schätzen, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Ist nicht selbstverständlich für mich, deswegen weiß ich jede Minute zu schätzen, wo sich Leute das Video hier reinziehen. Das heißt, irgendwie scheint ihr doch Interesse zu haben und das freut mich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.